trau dich, Leute anzusprechen. Es gibt sehr viele Leute draußen in der Welt, die gerne ihre Zeit damit verbringen, Fragen zu beantworten, Ratschläge zu geben. Und viele von denen hätte ich zum Beispiel gar nicht angesprochen, weil ich einfach zu feig war. Und zweiter Ratschlag wäre, sag auch ab und zu mal Nein, wenn es aus einem guten Grund ist. Und mit deinem Charme wird es dir sicher keiner böse nehmen. Wenn du irgendwann vor einer Herausforderung stehst, frage andere Leute, rede mit ihnen darüber. Es gibt ja viele, die ähnliche Herausforderungen hatten wie du. Und vielleicht passt die Lösung nicht eins zu eins, aber vielleicht verstehst du, wie sie es gelöst haben, warum sie es so gelöst haben und kannst etwas davon mitnehmen. Johannes Sulos, PMA, Young Crew Management Board. Was ich extrem spannend finde und unter anderem auch der Grund war, warum ich das begonnen habe und immer noch mache, ist, man lernt sehr interessante Leute kennen, jetzt auch junge, sehr motivierte Leute, aber eben auch erfahrene Projektleiter. Und diese anzusprechen und dazu zu begeistern, als Teilnehmer mitzumachen oder eben als Experten ihre Erfahrungen zu teilen, das finde ich einfach sehr, sehr bewegend und auch sehr spannend und ich lerne auch sehr viel daraus. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und neben meinem Vollzeitjob Frau und Kind bleibt leider nur sehr wenig Zeit übrig. Und es ist nicht immer einfach, alles das, was man sich vornimmt, genau so und genau zu diesem Zeitpunkt durchzuführen, wie man sich vorgenommen hat. PMA hat mit der PMA Young Crew ein Netzwerk ins Leben gerufen, um zum einen junge, projektmanagement-interessierte Personen miteinander zu vernetzen. Wir wollen voneinander lernen, von den Erfahrungen, die anderen so in ihrem Berufsleben gemacht haben. Aber auch durch unsere Veranstaltungen wollen wir den Erfahrungsaustausch eben mit jungen Projektleitern und erfahrenen Projektleitern ermöglichen. Ich bin Teil des PMA Young Crew Management Boards und unsere Aufgabe ist es eben, diese Veranstaltungen zu organisieren. Heuer ist meine Kernaufgabe, unseren zweitägigen Workshop zu organisieren. Zum einen bedeutet das, die Trainer und Experten zu organisieren, dann die Veranstaltungsräumlichkeiten zu finden, die Verpflegung, also alles, was eben zu einem erfolgreichen Event dazugehört. Ein anderer Teil meiner Tätigkeit ist es die internationale Vernetzung. Die PMA Young Crew gibt es auch international als IPMA Young Crew und uns ist auch diese Internationalität sehr wichtig. Und deswegen schaue ich, dass wir zum einen Mitglieder austauschen, aber zum anderen auch erfolgreiche Projekte aus dem internationalen Umfeld auch in Österreich durchzuführen. Zum einen ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit, das heißt, ich mache es in meiner Freizeit, meistens zu Hause. Und es ist eine Kombination aus sehr viel Telefonieren, eben mit Trainern absprechen oder mit anderen Teilnehmern absprechen, aber eben auch E-Mail schreiben, Status auf Facebook updaten und auch sehr viel Recherche. Eben schauen, was passiert gerade auf nationalen, internationalen Projektmanagement-Umfeld und unsere Events dementsprechend gestalten. Ich bin ein gebürtiger Grazer, habe aber die Schule dann in Griechenland besucht und irgendwann wollte ich dann eine FH in Österreich besuchen, also bin ich wieder zurück nach Graz, habe dort maturiert. Und letztendlich hat es mich nach Salzburg verschlagen, habe dort die FH für Telekommunikationstechnik und Systemmanagement besucht und auch erfolgreich abgeschlossen, habe mich auf Telemedizin spezialisiert und des Jobs wegen bin ich dann nach Wien gezogen, habe eine Zeit lang im größten österreichischen Krankenhaus als Projektmanager gearbeitet und das zu einem Zeitpunkt, wo die Tätigkeit des Projektmanagers nicht so weit verbreitet war und auf der Suche eben nach Standards im Projektmanagement, aber eben auch den Austausch mit anderen jungen Projektleitern bin ich zur PMA und zur PMA Young Crew gekommen. Am Anfang als Teilnehmer, aber dann immer mehr auch als Teil des Boards, eben für die Organisation von Events und Veranstaltungen. 2 Jahre war ich dann eben auch Chair des Boards und heuer im letzten Jahr bin ich wieder Teilnehmer des Boards, eben um das Wissen an die neue Chairwoman weiterzugeben. Ja, es ist möglich, das zu tun, ohne den gleichen Werdegang. Projektmanagement an sich ist eine Disziplin mit verschiedenen Quellberufen
verstehen. Was ich aus meiner Sicht wichtig finde, ist, dass man zum einen PMA und PMA Young Crew kennt. Das heißt, man sollte als Teilnehmer Events besucht haben, wenn möglich auch auf internationaler Ebene. Und man sollte dann einzelne Projekte genommen haben, bevor man Teil des Management Boards wird. Was auf jeden Fall wichtig ist, eben neben der Ausbildung, ist das gewisse Maß an Freizeit und Projektmanagementinteresse.